Antenne Vorarlberg sucht den Superfeuerwehrmann. Morgen ist es soweit. Morgen startet auf unserer neuen Homepage antennevorarlberg.at das große Voting. Und dann entscheidet sich, wer der Superfeuerwehrmann 2013 wird und eine Reise nach New York gewinnt. Ja, davor stellt uns Antenne Vorarlberg-Reporter Tobias Gechter jetzt aber noch einen weiteren Kandidaten vor. Guten Morgen, Tobias. Wo hat's dich denn heute hin verschlagen? Hallo Stubi, hallo Tanja. Ich bin in Hörbranz angekommen. Da wohnt der Bergmann Wolfgang. Der ist seit über 25 Jahren bei der Feuerwehr und hat in seiner Zeit natürlich auch schon einiges erlebt. Wolfgang, wie hat das bei dir begonnen? Angefangen hat es 1984 mit der Jugendfeuerwehr. Dann bin ich in den Aktivstand gekommen und seit 3 Jahren bin ich auch Jugendbetreuer, weil mein Sohn bei der Jugendfeuerwehr ist. Seit über 25 Jahren im Dienste der Feuerwehr, da hat man, glaube ich, schon einiges mitgemacht, oder? Ja, es waren einige Hochwasser. 99, 22, 25 und das hürige große Hochwasser. Mehrere Raubrand waren mal dabei, mir Hörbrand. Das sind schon einige Sache. Gibt es da Ereignisse, wo du sagst, okay, die werde ich so schnell nicht mehr vergessen? Gibt es da eins? Ja, das war Juni 97. Da ist ein Mordle aus dem Bus ausgestiegen. Ist auch nicht schon hinter dem Bus führen. Ein LKW hat es nochmal verbremst und das Mordle ist dann tödlich verunglückt. Durch das, dass ich da gerade frisch Papa geworden bin, meine Tochter war dort ein paar Wochen alt, hat mir das Bild natürlich auch schon vor Augen gehabt, wenn das sein eigenes Kind wäre. Und da muss ich sagen, da habe ich lang zum Nagen gehabt, um den Einsatz zu verschaffen, weil ich einfach die Bilder noch mal aus dem Kopf rausgebracht habe. Wie arbeitet man sowas auf? Reden und nochmal reden. Und am besten ist mit den Leuten, die selber im Einsatz waren, weil es tut uns allen auch gut. Und auch von der Familie habe ich damals einen wahnsinnig großen Rückhalt gekriegt. Und da möchte ich einfach auch mal Dankeschön sagen. Wie bei eigentlich jedem Feuerwehrmann muss die Familie hinter einem stehen. Bei dir stehen sie nicht nur hinter dir, sondern wollen sogar in deine Fußstapfen treten. Da ist der Junior, der ist mittlerweile auch schon bei der Feuerwehr, glaube ich. Der Mittlere ist bei der Jugendfeuerwehr mittlerweile dabei und der Kleinste, der ist jetzt 7. Und wenn ich sage, ich gehe in die Feuerwehrgarage, dann ist er kaum zum Bremsen und wenn ich sage, ich kann nicht mit, dann ist er schon fast beleidigt. Der Bergmann Wolfgang, ein weiterer Kandidat im Rennen um den Titel Feuerwehrmann 2013. Aber ich mache mich wieder auf den Weg und such den nächsten Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau. Ja, noch ist ja nicht beendet, unsere Suche. Wie gesagt, morgen startet das Voting und am Samstag verkünden die Tanja und ich dann live beim Landesfeuerwehrfest in Doren den großen Sieger.